Hallo Leute und willkommen zurück in der Klötzchenwelt. Heute bin ich mit Larissa unterwegs, mit meiner Tochter, die mich gleich mal schlägt. Das ist ja mal ein super Auftakt. So, ich brauche mal ein bisschen was zu essen, weil ich meine, ihr seht's. Ja, und da klaut sie mir das Essen schon. Sie sieht ja von den Herzen her ein bisschen besser aus als ich. Aber das wird schon. So, wir werden heute auf Schatzsuche gehen. Wir haben ja in der letzten Folge hat Chrissy die Schatzkarte gefunden. Werden wir mal schauen, wo das ist und den Schatz heben. Hier hast du was zu essen. Oh, ich hätte es mir ein bisschen aufgespart, aber bitte. So, mir nach, Mädel. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Nochmal kurz auf die Karte geguckt, wo ich hin muss. Laut der Karte müssten wir nach Westen. Also mal kurz orientiert. Schauen wir mal. Hallo. Ja, warte ein bisschen, ich orientiere mich noch. Ich würde mir den Pfeil behalten an deiner Stelle. Okay, dann lass ihn liegen. Ah ne, hast ihn nie wieder. So, wir müssen in Richtung des Dorfes sogar. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall ein Sandstrand, was anderes kann es nicht sein. Aber wir kommen da ganz schön in die Nähe des Dorfes. Ich denke mal, das ist sogar beim Dorf. Ja. Ist irgendwo beim Dorf. Wahrscheinlich da unten irgendwo. Ja. Da ist es, da vorne. Direkt am Dorf dran. Wir sind quasi unterm Dorf und hier wird gebuddelt. Hier irgendwo muss er sein. Da werde ich jetzt aber einen Cut setzen, bis wir ihn haben. Ja. Ich bin genau drauf. Oh. Lala, pass auf. Nicht sterben hier. Irgendwo da unten. Das wird jetzt eine ordentliche Buddelei im Wasser, ohne irgendwelche Wasserspecks drauf. Ah, wir haben ihn. Ist gar nicht mal so wenig. Vor allem das Eisen können wir auf jeden Fall brauchen. Herz des Meeres auch ganz gut. Naja, die Prismarinsplitter. Mit den paar hoppeln wir nicht weit. Oh, du musst auftauchen, Mädel. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh, 12 Eisen, das lässt sich sehen. Oh, die Smaragde können wir dann brauchen, wenn wir uns Villager besorgen. Aber jetzt eigentlich noch nicht. So, dann gehen wir zurück. Wird auch schon dunkel. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Für weitere coole Videos bei uns auf unserem Kanal. Auf die Anfrage hin, ob meine Kinder auch mal zu hören sind in den Videos. Nein, das ist mit meiner Frau so abgemacht. Unsere Kinder haben im Internet nichts verloren und sind auch noch viel zu jung. Aber in den Videos mit dabei, kommentiert von mir, das dürfen sie auf jeden Fall sein. Hierfür haben wir uns auch diesen kleinen Server hier bei G-Portal angemietet. Gibt auch einen großen, an dem ich gerade arbeite, der dann wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Aber der hier ist rein für das Projekt. Ich und meine Kids. Ja, und jetzt habe ich mich schön verlaufen. Dahin muss ich. Nee, das ist Larissa. Das bin nicht ich. Oh, hier bin ich. Ich gondel hier herum.
und finde irgendwie nicht mehr zurück. Vielleicht könnte ich ja bei den Schweinen mal nach dem Weg fragen. Ah, da vorne gehöre ich hin. Da ist schon mal das Dorf. Also kann alles andere nicht mehr weit sein. Völlig die Orientierung verloren, der arme Junge. Jetzt muss mich dann meine Tochter abholen, ansonsten finde ich nicht mehr heim. Und ich dadle auch noch völlig in die falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Naja, das wird ja wieder heiter, aber Rettung ist unterwegs. Ich mach mal die Skelette weg. Dass wenigstens irgendwas passiert. Oh, hoppala! Da ist Wasser und da ist Lali. Lali, wo geht's heim? Ich habe mich verlaufen. Hilf mir! Man sagt ja immer, dass Frauen die bessere Orientierung haben. Sie finden überall hin mit dem Auto, nur dann können sie dich nicht einpacken, ne? Ja, ich weiß, der war gemein. Sowas sagt man nicht. Wo hast du denn die Näserücke her? Na, ist egal, können wir auch brauchen. Das Gold und das Herz des Meeres auf jeden Fall. Au, böser Gripper, böser Gripper, böse, 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 böse. Au. Ah, Lali hat's drauf, die weiß, wie's geht. Ich hab einen Pfeil im Hintern. Das gibt hässliche Wunden. Und mit dem Sitzen ist auch nichts die nächsten Wochen. Genau, Herz des Meeres rein. Brauchen wir noch Nautilus-Nussschalen, 8 Stück. Na, die Karte hättest du eigentlich nicht aufheben müssen. Den Eimer würde ich auch draußen lassen, genau. Na, das Goldzeug von euch ist bald durch. Aber immerhin, sie sind verzaubert. Und umsonst. Was machst du denn jetzt? Stöcke? Für? Ich weiß gerade nicht, was du vorhast. Aber wir brauchen auf jeden Fall Holz. Das werde ich uns nachher gleich besorgen. Ah, sie macht sich neue Werkzeuge. Alles klar. Kennt sich aus, das Mädel. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach ein bisschen Fisch und Dingensbummens. Wir wollen nämlich da nach unten gehen. Ich denke mal, hier ist der ideale Platz, um sich eine Mine anzulegen. Würde sich auf jeden Fall anbieten. Weil es gleich mal tief runter geht. Und wir werden gleich mal da unten nachschauen, was sich da so alles tut. Und aufräumen, damit wir da ja keine Probleme mehr haben. Genau, das Holz brauche ich. Damit wir Leitern machen. Oh, da unten sehe ich schon mal, ist ein Zombie. Das würde ich brauchen. Ah, aber sie stürzt sich todesmutig gleich hinterher. Da gibt's nichts. Lalimon hat's drauf. So, ich hol mal Holz. Wir werden einiges an Leitern brauchen. Oh, danke. So. Dann machen wir mal Leitern. Den ganzen Zaun könnte ich auch mal einordnen. Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lali, bitte schnell flüchten. Okay, hast du schon. Nicht, dass du ihn anklotzt, dann haben wir ein Problem auch noch. Na, er hat uns wenigstens einen Block hinterlassen. Trotzdem mal schauen, ob der da noch irgendwo ist. Nee, aber der hat sich verzogen. Der ist weg. Der ist weg. Alles gut. Ich weiß nicht, wo er sich hin teleportiert hat, aber auf jeden Fall weit genug weg von uns. So, wir waren bei Leitern. Brauchen wir einiges an Stöcker. Leiter. Sehr schön. Ob wir mit 12 runterkommen, da bin ich mir aber nicht so sicher. Besser ein paar mehr. 24, na das wird reichen, hoffe ich. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich da halb... Oh, da ist ein Creeper auch. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Ich habe zwar ein Schild, aber... weiß nicht. Vielleicht kann ich ihn wegschlagen. Ach, das sind zwei Blöcke auf ein... Ah, Lali! Naja, jetzt ist schon zu spät. Das war knapp. Ich mach mal die Unordnung da weg. Brauche ich ein bisschen Material. Oh, da ist eine Spinne auch. Okay. Lali macht sie weg. So. Bisschen Material, damit ich die Lücke da wieder schließen kann. Ja, ein schönes Loch gesprengt hier. Na. Ah, ich hasse das, wenn ich im Wasser bauen muss. So. Da schauen wir das mal anschließen. Also, geht doch. Gleich, Lala. Ich mache nur hier schnell zu. Und dann baue ich dir schon die Leiter nach unten. Au. Jetzt wird es langsam knapp mit den Herzen. So. Jetzt aber. Jetzt schnell nach oben. Ich brauche Essen. Mit den Bären werde ich auch nicht weit hoppeln. Aber besser erstmal als nichts. Gönn sie dir nur, Lali. Ich hole mir schon was Beißfesteres. Ist mir letztens auch passiert. Oh. Ich komm schon. Alles gut. Das ist nicht so gut. Genau deswegen habe ich die Absperrung da drüber gemacht, damit das nicht passieren kann. Dass uns die Pflanzen flöten gehen oder sonst irgendwas. Na, was brauchst du denn? Was willst du denn mit dem Gold machen? Das wird man später noch brauchen, um uns Ausrüstung zu machen. Okay, sie macht sich eine Hose. Eine Goldhose. Ich werde dann mal Offcam Eisen suchen gehen, weil langsam, wir bräuchten mal besseres Zeug. Auf jeden Fall. So, ich mache da mal weiter hinzu. Ja, ausgegangen. Na toll. Schick siehst du aus.
holen wir uns noch ein bisschen was, damit das Loch hier mal zu ist. So, das sollte reichen. Schauen wir mal. Aber locker. Na? Das hat jetzt gespiegelt. Ich dachte, da wäre auch Dirt. Aber da war kein Dirt. So, jetzt wäre es mal wichtig, dass ich ein bisschen Fleisch kriege. Zisch ab hier. So, wo sind die Fische? Da vorne. Sobald ich ein bisschen Eisen habe, muss ich unbedingt mal eine Fischfarm bauen. Au, 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 au. Jetzt ist aber zum Aufpassen. Jetzt darf ich mich nicht mehr spielen. Ansonsten bin ich putt. Das wäre der erste Tod. Und Lali hat es entgegen den Jungs geschafft, dass sie bis jetzt noch gar nicht gestorben ist. Es war ein paar Mal knapp, aber sie hat jedes Mal überlebt. So, jetzt machen wir uns da mal ein bisschen happy happy. Wo sind die Fische? Da sind sie. Hä? Zwei? Das waren doch mehr. Oh Lali, machst du mit? Ah, sehr schön, sehr schön, sie macht auch mit. Eigentlich ist es unnötig, wir könnten normale Tiere auch schlachten, aber ein bisschen Fisch soll ja gesund sein. Oh, doch nicht Rohlala. Ihhh, Sushi. Uah. Das ist nicht so ganz mein Fall. Ich weiß nicht, mögt ihr Sushi? Ich nicht. Obwohl, ich habe es noch nie probiert, vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht, aber mich, nee, roh, nee, geht gar nicht. Hier hast du gebratenen. Der ist besser. Ein bisschen was würde ich auch brauchen, Lali. So, ich schau mal zu unseren Kartoffeln, wie es da aussieht. Da sind schon ein paar reif. Reingestiegen ist auch irgendwer. Danke. Ich habe Knochen gekriegt, ich werde da mal ein paar fertig machen. Die können wir dann gleich wieder anpflanzen. Kartoffeln ist schon mal so ein bisschen Zeug, das ein bisschen länger anhält und mehr Hungerkeulen auffüllt. Wenn ich auf Fleisch verzichte, beziehungsweise kein Fleisch zur Verfügung habe und ich habe Kartoffeln, ist es immer wieder eine gute Alternative. Ey, lass mir bitte meine Leuchtefrucht. Wir haben nur die eine. Und eine versteckte Mine oder so haben wir noch nicht gefunden, wo wir vielleicht die Enterleuchtefrüchte noch finden würden. Oh, danke. So, das war's jetzt aber für diese Folge. Wir sehen uns gesund und munter in der nächsten. Tschüss.